Heute war Ihr Bruder mit dem Publikum. Der Sieg war Pflicht, oder? Ach, das war scheißegal, ob er zuschaut oder nicht. Sieg ist immer Pflicht, das ist das Wichtigste im Sport, deswegen spielen wir Fußball. Und deswegen reißen wir uns 90 Minuten den Arsch auf, ob jetzt 20.000 Zuschauer da sind oder mein Bruder im Stadion sitzt. Warum habt ihr euch trotzdem so schwer getan? Gerade in der ersten Halbzeit seid ihr kaum vors Tor gekommen. Ja, ich glaube, es war auf beiden Seiten schwer. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften zu den Besten in der Liga zählen. Wir haben erste Halbzeit, glaube ich, hat Nürnberg 25 Fouls im Mittelfeld gemacht, wo der Schiri eine gelbe Karte ergibt. Haben natürlich unser Spiel sofort immer unterbunden, so wie es jede Mannschaft in der Liga macht. Oder tun wir uns halt schwer, wenn der Schiedsrichter die gelben Karten immer stecken lässt. Und deswegen kommen wir auch selten fast vor. Bayern rührt hinten richtig Beton an. Auch Ihre Aufgabe? Ja, also zum Schluss gebe ich Ihnen recht, dass wir da Beton angerührt haben nach unserem Führungstreffer. Ansonsten versuchen wir aber aus einer geordneten Defensive schnell nach vorne zu spielen. Und und sobald wir mal in Führung sind, versuchen wir natürlich nach hinten die Räume dicht zu machen und man kann auch Beton dann sagen dazu. Meiner Meinung nach gibt es nicht jung oder alt, sondern gut oder schlecht und wir haben gute Spieler und die machen ihre Sache bisher sehr gut, auch in der Defensive sehr konzentriert und hauen sich mit allem, was sie haben, rein und das sieht man. Das sieht man dann auf dem Platz, dass so eine Leistung rauskommt. Was ging dir da hinten im Tornetz durch den Kopf? Ja, ist ziemlich glücklich nach dem ersten Tor in dieser Saison, auch die letzte Saison kein Tor geschossen, also das erste Pflichtspieltor, also sind wir sehr glücklich über das und vor allem über den Sieg. War wichtig, dass wir vorne dranbleiben und dass wir die Nürnberger unter Druck setzen. Wir hätten auch in der ersten Halbzeit zurückliegen können. Da hat Michael recht, also ich habe in der ersten Halbzeit eine sehr starke Nürnberger Mannschaft gesehen, die sowohl offensiv als auch defensiv sehr reif gewirkt hat, sehr, sehr professionell der Abwehr. Wohingegen wir in der ersten Halbzeit eigentlich sehr schüchtern gewirkt haben, nicht das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, und quasi erst nach der Pause wirklich auch den Fußball gespielt haben, den wir eigentlich von Anfang an spielen wollten. Ja, wenn du dann siehst, dass eine Mannschaft wie Rosenheim uns vor allergrößte Probleme stellt, nur weil sie älter sind, ja, dann weiß man, das ist immer noch in der Findungsphase, in der Gewöhnung an Herrenfußball, aber sie haben sich heute selber belohnt und darum geht es auch, dass sie Stück für Stück merken, hoppala, ich muss ja alles für den Sieg tun. Das war in der eigenen nicht selbstverständlich, weil sie halt eine hohe Qualität haben. Da haben wir mal locker gewonnen gegen Waldhof Mannheim oder gegen wen auch immer mit halber Kraft und jetzt werden sie in jedem Spiel und heute bisher von allen Spielen am meisten werden sie vor Probleme gestellt, die sie lösen müssen.